Es war nur ein kleines Pendlerflugzeug, das von einer Stadt zur nächsten düste. Eine 86-minütige Reise, eine von vielen an diesem Tag. Niemand hätte je gedacht, dass es so enden würde, in einer Tragödie und im Tod. Doch 1995 schafften es zwei Piloten mit 26 Passagieren an Bord, sich 9 Minuten und 20 Sekunden den Gesetzen der Schwerkraft zu entziehen, als während des Fluges plötzlich ein Flügel ihres Flugzeugs ausfiel und sie sich wie ein verwundeter Vogel nach Hause schleppten. Helfen Sie mir, es zu halten! Kauerhaltung! Halten Sie alle Ihre Köpfe unten! Halten Sie sich fest, das wird eine harte Landung! Aber als ihr Flugzeug eine Bruchlandung macht, bei der wie durch ein Wunder alle Passagiere überleben, ist ihre Tortur noch nicht vorbei. Was sie erwartet, ist sogar noch schrecklicher. Es wird heiß hier drin. Holen Sie mich raus. Sagen Sie meiner Frau, dass ich sie liebe. Weder davor noch seitdem habe ich so viel körperliche Zerstörung und emotionale Aufruhr erlebt. Fliegen ist nicht immer glamourös. Regionale Fluggesellschaften sind die Busse der Lüfte. Immer hin und zurück, von einer kleinen Stadt zur nächsten. Die Besatzung arbeitet täglich bis zu 15 Stunden auf mehreren Flügen. Sie sind mit endlosen Verspätungen und oftmals unwirschen Passagieren konfrontiert. Wenn ein Flug gestrichen wird, werden sie nicht bezahlt. Aber ihre Arbeit macht ihnen Spaß. Der Flughafen Atlanta ist einer der meistfrequentierten der Welt. Hier ist die Atlantic Southwest, eine sehr erfolgreiche regionale Fluggesellschaft, zu Hause. Mit einer Flotte von 83 Turbopropellermaschinen fliegt die ASA größere und kleinere Städte im ganzen Südosten der USA an. 1995 waren der Großteil davon Brasilias, die von der brasilianischen Firma Embraer gebaut wurden. Die Brasilia ist ein Hochleistungsflugzeug mit hochmoderner Luftfahrtelektronik und einer Höchstgeschwindigkeit von 608 Kilometern pro Stunde. Heute, nach 18.000 erfolgreichen Flügen, wird diese Brasilia zum letzten Mal abheben. Takeoff check, alles im Normbereich, alle Anzeigen okay. Kapitän Ed Gannaway und der Co-Pilot Matt Womerdam sind gerade aus Macon, Georgia, eingeflogen. Sie gehen gerade die Abflugcheckliste durch und sind jetzt bereit für ihren zweiten Flug an diesem Tag. Der Flug ASA 529 nach Gulfport, Mississippi. Hi. Hi there. Die Stewardess Robin Feck arbeitet erst gute 2 Jahre bei der ASA. Hi there. Ihr Bereich ist eng, nur 10 Meter lang. Der Großteil ihrer 26 Passagiere sind erfahrene Geschäftsreisende im Alter von 18 bis 69 Jahren. Unter ihnen sind 7 Ingenieure, 2 Deputy Sheriffs, ein Pfarrer, 2 Angestellte der Air Force und sogar eine angehende Stewardess. Für sie ist die kurze Reise nach Gulfport, Mississippi, Routine. Aber sie haben schon eine halbe Stunde Verspätung. Elektronische Geräte? Automatische Segelstellung einsatzbereit? Kapitän Ed Gannaway, der seit 7 Jahren für die ASA arbeitet, ist nicht der erste Pilot in seiner Familie und ist ein qualifizierter und fähiger Kapitän. Positive Geschwindigkeit. Fahrwerk einfahren. ASA 529, rufen Sie Departure. Fliegen Sie jetzt Kurs 060, bis dann. Die 2 Männer fliegen schon einige Zeit für die ASA und verstehen sich gut. Mit seinen fast 2 Metern und 95 Kilo passt Matt Womerdam gerade so in das enge Cockpit der Brasilia. Ich denke, alle Piloten sind sich einig, dass die Brasilia eine permanente Hassliebe für uns war. Zu ihrer Zeit war sie die schnellste, geschmeidigste Turbopropellermaschine auf dem Markt. Aber sie war auch sehr schwer zu beherrschen. Das Ding war gebaut wie ein Sherman-Panzer. Hey Robin? Hi. Nur noch ein paar Minuten, dann wird es sich beruhigen. Okay, also noch ein paar Minuten und dann kann ich aufstehen. Ja, ma'am. Okay, danke. Bis dann. David McCarkle fliegt oft und arbeitet in der Softwarebranche. Er ist auf dem Weg zu einer wichtigen Sitzung.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen an Bord der Atlantic Southeast Airlines, Flug 529 nach Gulfport, Mississippi. Wir erreichen jetzt eine Höhe von ca. 13.000 Fuß. Der Kapitän hat die Bitte-Anschnallen-Zeichen ausgeschaltet. Wenn Sie sich aber auf Ihrem Platz befinden, empfehlen wir, den Gurt lose angelegt zu lassen. Nur für den Fall, dass es Turbulenzen auf unserem Weg gibt. Chuck Pfisterer, ein nervöser Fluggast, arbeitet für ein Papierunternehmen und ist auf dem Weg, eine neue Fabrik zu besuchen. ASA 529, steigen Sie und halten Sie Flugfläche 200. 200, ASA 529. 20. Die Brasilia, jetzt auf Autopilot, steigt auf ihre Reisehöhe von 7300 Meter. 24. 24. Aber das Flugzeug sollte es nie auf diese Höhe schaffen. Dumpfe Geräusche wie Hammerschläge und heftiges Rütteln. Dieses Geräusch war unglaublich laut. Es war, als ob sich einer einen Baseballschläger geschnappt hätte und damit wie verrückt auf eine Aluminiummülltonne eingeschlagen hätte. Es war einfach ein gigantischer Rums. Und das Flugzeug drehte sofort nach links ab. Ich hörte einen lauten Knall und das war's, was mich erschreckt hat. Ich meine, aufgeweckt hat. Ich wusste nicht wirklich, was passiert war und bemerkte, dass alle links aus dem Fenster schauten. Was ich gesehen habe, war sehr besorgniserregend. Die Außenhaut des Triebwerks war abgerissen worden oder, wie ich später feststellte, hat sich aufgrund irgendeiner Kraft abgeschält. Ich konnte die Einzelteile des Triebwerks sehen und ich konnte sehen, wie eine Flüssigkeit aus dem Triebwerk austrat und auf dem Rücken des Flügels entlang lief. Warnleuchten und Töne gehen an und signalisieren ein Problem am linken Triebwerk. Als Folge davon schaltet sich der Autopilot aus und Gannaway übernimmt die Kontrolle über das Flugzeug. Autopilot, Triebwerksteuerung, Öl. Das Flugzeug fällt gute 1600 Meter in der Minute, was fast 30 Metern in der Sekunde entspricht. Öl aus dem zerstörten Triebwerk sickert in das System der Klimaanlage und bringt so Rauch in die Kabine. Autopilot, Triebwerksteuerung, Öl. Klimaanlage aus. Der Pilot ist sich nicht darüber bewusst, dass das linke Triebwerk zerstört ist und versucht, seine Propeller anzupassen, damit das Flugzeug wieder steigt. Linker Verstellhebel in Segelstellung bringen. Womadam versucht, den Propeller in Segelstellung zu bringen, was bedeutet, dass er den Winkel der Turbinenblätter verändert, um den Luftwiderstand zu verringern. Die Warnleuchte zeigt Feuer im linken Triebwerk an. Linker Verstellhebel, Benzinzufuhr abgeschaltet. Egal was Gannaway tut, das Flugzeug zieht immer noch sehr stark nach links. Er versucht vergeblich gegenzusteuern, indem er das Seitenruder und den Steuerknüppel kräftig nach rechts zieht. Ich brauche Hilfe dabei. Der kaputte Flügel zieht das Flugzeug gnadenlos nach links. Ohne die Bemühungen der Piloten, das Flugzeug stabil zu halten, würde es sich zu drehen beginnen, zu Boden trudeln und jeden an Bord in den Tod reißen. Das Triebwerk ist inzwischen eine unförmige, verdrehte Metallmasse, die die Aerodynamik des Flügels stark beeinträchtigt und ihn hoffnungslos nach unten zieht. Das Flugzeug will nach links ausbrechen. Die Piloten müssen das Seitenruder bis zum Anschlag kräftig nach rechts ziehen, um gerade zu fliegen. Kapitän Gannaway ist verwirrt. Der in Segelstellung gebrachte Propeller hat den Zug nicht verringert. Er ist so beschäftigt mit dem Notfall, dass er noch nicht über seine Schulter auf das beschädigte Triebwerk geschaut hat. Du sagtest, er ist in Segelstellung. Er ist in Segelstellung. Was zum Teufel ist los mit diesem Ding? Ich weiß nicht. Jetzt konzentrieren sich die Piloten auf die Flugdaten des Flugzeugs. Richtung, Höhe, Geschwindigkeit und die Leistungseinstellungen des funktionierenden Triebwerks. Diese Flugzeuge können auch mit einem Triebwerk fliegen. Das Flugzeug kann mit einem Triebwerk fliegen. Im Fall der 529 hat man jedoch nicht nur ein Triebwerk, das ausgefallen ist und nicht mehr läuft, sondern es ist aus seiner normalen, hochgestellten Position herausgebrochen und umgekippt, was sehr starke oder tragische Auswirkungen auf das Flugzeug hat. Machen wir die mal zu. Oh Sir, schauen Sie da nicht hin. Meine Reaktion war zur Hölle mit Ihnen. Wenn ich aus dem Fenster schauen möchte, werde ich aus dem Fenster schauen, denn dies sind die letzten Augenblicke meines Lebens. Oh,
Oh, das ist okay. Das sind Turbulenzen, wenn man nur noch ein Triebwerk hat. Werden wir es schaffen? Oh, Sir, natürlich werden wir es schaffen. Wie kann das Flugzeug denn so fliegen? Diese Flugzeuge sind so konzipiert, auch nur mit einem Triebwerk fliegen zu können. Wir werden es nicht schaffen. Das Wichtige war nicht das Gespräch zwischen uns beiden, sondern was in unseren Augen zu sehen war. Ich denke, sie wusste, dass ich wusste, dass das ein Riesenproblem war und dass es wahrscheinlich etwas war, das in einer Tragödie enden würde. Die Piloten haben es zwar geschafft, die katastrophale Sinkgeschwindigkeit des Flugzeugs zu verringern, das Flugzeug sinkt aber weiterhin. Die Luftgeschwindigkeit ist sogar auf 360 Kilometer pro Stunde gestiegen. Kapitän Genaway ist verwirrt. Er ist schon einmal eine Brasilia mit nur einem Triebwerk geflogen und war ohne Probleme gelandet. Aber hier stimmte etwas ganz und gar nicht. Center, ASE 529, erklären Notfall. Uns ist ein Triebwerk ausgefallen. Wir sind auf 14.200 zurzeit. ASE 529, Roger, machen Sie eine Linkskurve, direkt Flug Atlanta. Flug 529 fliegt jetzt über Alabama und fliegt eine Linkskurve zurück nach Atlanta. Aber der Flughafen ist über 90 Kilometer entfernt. Werden Sie es schaffen? Das Flugzeug hat wieder an Höhe verloren und das bei halsbrecherischer Geschwindigkeit. Warmerdam stellt die Hauptwarntöne des Flugzeugs aus und die Alarmtöne des Flugzeugs verstummen. Kapitän Genaway experimentiert mit seinen Schaltern. Plötzlich hebt sich die Brasilia und die Geschwindigkeit des Flugzeugs verringert sich auf 300 km/h. ASE 529, geben Sie die Höhe an, auf die Sie sinken. Wir sind auf 11.600 Fuß zurzeit. ASE 529. Okay, es ist jetzt leichter zu beherrschen. Das Triebwerk. Achten wir auf unsere Geschwindigkeit. Erst jetzt können die Piloten zum ersten Mal ihre Aufmerksamkeit auf die Passagiere richten. Okay, wir sind erstmal vollständig getrimmt. Ich werde Robin erzählen, was los ist. Hi. Uns ist ein Triebwerk ausgefallen, Robin. Wir haben einen Notfall erklärt. Wir leiten um nach Atlanta. Informieren Sie doch bitte die Passagiere. Wir werden eine Notlandung machen müssen. Okay, danke. Feck hat den Piloten nicht gesagt, was sie vom zerstörten Triebwerk gesehen hat. Sie nimmt an, dass sie es schon wissen. ASE 529, können Sie die Höhe halten oder müssen Sie weiter sinken? Das Flugzeug sinkt wieder um 900 Meter in der Minute. Genaway begreift plötzlich, dass sie es nicht zurück nach Atlanta schaffen werden. Können wir nicht. Wir müssen weiter sinken. Wir brauchen ganz schnell einen Flughafen. Okay. Wir müssen weiter sinken. Wir brauchen ganz schnell einen Flughafen. Halten Sie die Einsatzwagen und alles für uns bereit. ASE 529 West Georgia. Der regionale Flughafen ist auf Ihrer 10-Uhr-Position, circa 16 Kilometer entfernt. Aber der Fluglotse ist zu beschäftigt, die Krise an Bord des Fluges 529 zu bewältigen, sodass er vergisst, die Einsatzdienste zu alarmieren. Flug 529 fliegt eine weitere große Linkskurve, was sie auf Kurs zur Landung auf dem Flughafen West Georgia Regional bringt. Können wir mal bitte die Checkliste für ein Triebwerksversagen rausholen? Okay, Triebwerksversagen während des Fluges. Aber Sie sollten keine Chance mehr bekommen, Ihr Problem festzustellen. ASE 529, geben Sie Ihren Kurs an. Wir drehen jetzt auf ca. 3.10. ASE 529, Roger, für West Georgia Regional müssen Sie auf 030 sein, Sir. Roger, wir werden wahrscheinlich nach rechts drehen. Wir haben gerade Probleme mit der Kontrolle. Nehmen Sie bitte die Kauerhaltung ein. Kauerhaltung. Gut, gut. Ma'am, würden Sie die Verantwortung übernehmen, die Tür zu öffnen, wenn das Flugzeug hält? Nein? Okay. APU, wenn verfügbar, starten. Soll ich es starten? Wir müssen diese Kiste runterbringen. Lass es aus. Schalt das Anti-Eis ein. ASE 529, geben Sie Ihre momentane Höhe an, Sir. 7000 ASE 529. Trim fail. ASE 529, Entschuldigung, wiederholen Sie das? Wir sind auf 6,9. Okay, es ist bereit, Ed. Okay, kommen. ASE 529 West Georgia Regional ist der nächste Flughafen. Was für eine Landebahn haben Sie? Ja, was für eine Landebahn hat West Georgia Regional? West Georgia Regional hat... Sie ist 1500 Meter lang und ist aus Asphalt, Sir. Okay, nehmen Sie bitte alle Stifte oder scharfen Objekte aus Ihren Taschen. Nehmen Sie bitte Ihre Brillen ab und gießen Sie Getränke in die Tasche am Sitz vor Ihnen.
Wir mussten die Getränke in unsere Taschen vor uns tun. Ich denke, das hat einige von uns erschreckt. Und ich habe bemerkt, dass es nicht wirklich gut lief. Aber die meisten Leute auf diesem Flug waren Geschäftsleute, die sehr häufig flogen. Und deshalb gab es halt auch kein Geschrei oder Panik. Angesichts der Tatsache, dass ich sterben würde, versuchte ich so gut wie möglich mit der Situation umzugehen. Und zwar, indem ich mich mit ihr beschäftigte, sie akzeptierte und versuchte, mit ihr fertig zu werden. Okay, Mom, üb mal. Schnall dich ab und an, okay? Genau. Okay, wenn es Rauch geben sollte und die Tür vor uns blockiert ist, wirst du auf allen Vieren nach hinten krabbeln müssen. Also zähl die Reihen. Bei der fünften Reihe müssen wir raus. Okay, Mom. Das Flugzeug verliert immer noch viel zu schnell an Höhe. Werden sie es noch rechtzeitig zum Flughafen schaffen? Atlanta Center ist normalerweise nur für Flüge über einer Höhe von 3400 Metern zuständig. Flug 529 befindet sich unter dieser Höhe und jetzt hat der Fluglotse Probleme, sie zu lokalisieren. HSE 529, ich habe Ihren Transponder verloren. Geben Sie Ihre Höhe an. Wir sind momentan bei 4,5. HSE 529, ich habe Sie und der Flughafen ist auf Ihrer... Geben Sie Ihren Kurs an, Sir. Wir fliegen Kurs 080. Roger, Sie müssen ca. 10 Grad weiter nach links. Flughafen Georgia Regional ist nur 13 Kilometer entfernt unter den Wolken. Ein paar Minuten Flugzeit. Aber Sie sind nicht sicher, ob Sie so lange in der Luft bleiben können. Ich sag Ihnen was. Ich gebe Sie weiter an Approach. Er ist für diesen Flughafen zuständig und wird Ihnen mehr Informationen geben können. Kontaktieren Sie Atlanta Approach auf der 12,0. Atlanta Approach Tower. Sie kontrollieren Flugzeuge in einem viel kleineren Luftraum, einschließlich Flughafen West Georgia Regional. Die Brasilia, die jetzt nur noch auf einer Höhe von knapp über 1000 Meter fliegt, sinkt mit 9 Metern in der Sekunde jetzt langsamer. Aber das ist immer noch zu schnell. Sie werden es nicht bis zum Flughafen schaffen. Auf den Gesichtern einiger Passagiere verzweifelte Blicke. Andere sind wütend und verbittert. Aber die meisten denken an ihre Lieben. Eine Frau schreibt auf einem zerrissenen Bucheinband ein paar Abschiedsworte an ihre Kinder. Sie schreibt: Ich hab euch lieb. Ihr seid die Lichter meines Lebens. In Liebe, Mama. Ich denke, wir sollten beten. 7 Minuten sind vergangen. Zum ersten Mal kann Kapitän Genevieve einen Blick auf das linke Triebwerk erhaschen. Das Triebwerk ist explodiert. Es hängt bloß noch so da. Das hatten ihm seine Instrumente nicht angezeigt. Es handelt sich nicht bloß um ein Triebwerkversagen. Das Triebwerk hing nur noch vom Flügel runter. Er wusste, dass er eine Brasilia mit einem ausgefallenen Triebwerk landen konnte, aber nicht, wenn dieses zerstört war. Darauf hatte ihn seine Ausbildung nicht vorbereitet. Er wünschte, er könnte durch die Wolken sehen. Atlanta Approach, ASE 529. ASE 529, Atlanta Approach hier. Ja, Sir, wir hören Sie und erklären einen Notfall. ASE 529, Roger, nehmen Sie Localizer Landebahn 3-4 Approach und Sie können Kurs 160 fliegen. Localizer Frequenz. Die Flugroute des Fluglotsen würde die Brasilia vor der Landung einige Kilometer Richtung Süden lenken. Genevieve weiß, dass er die zusätzlichen Minuten, die das in Anspruch nehmen würde, nicht hat. Geben Sie uns einfach die Vektoren. Wir machen eine Sichtlandung. Er bittet um Anweisungen, das Flugzeug direkt auf dem kürzesten Wege zu landen. Plötzlich sind sie raus aus den Wolken, aber der Anblick, der sich ihnen bietet, könnte kaum schlimmer sein. Vor ihnen kein Flughafen, nur Wald und Dörfer. Kapitän Genevieve stottert niemals, jetzt schon. Einzeltriebwerkscheckliste bitte. Wo zum Teufel ist die? Robin Feck ist überrascht. Vor 6 Minuten hatte Warmerdam ihr gesagt, dass das Flugzeug wieder zurück nach Atlanta fliegen würde. Aber alles, was sie jetzt sehen kann, ist die Landschaft in Georgia. Wir sind jetzt auf 600. Wir sind unter den Wolken, sag's ihnen. Sie sind jetzt auf 600?
Wir fliegen jetzt nach VFR. Können Sie uns einen Vektor zum Flughafen geben? Machen Sie eine Linkskurve und fliegen Sie Kurs 040. Halten Sie Kurs. Der Flughafen ist auf ca. 10 Uhr und 10 Kilometer entfernt, Sir. Radarkontakt momentan verloren. Die niedrige Höhe des Flugzeugs schockiert den Fluglotsen. 580 Meter. Vor nur einer Minute waren es noch über 1000 Meter. Sie sinken viel zu schnell. Denken Sie daran, Arme um den Körper. Wenn wir angekommen sind, wo wir jetzt hinfliegen, warten Sie, bis das Flugzeug vollständig stillsteht, bevor wir es verlassen können. Okay, Kauerhaltung bitte, Kauerhaltung. Sir, Köpfe runter bitte. Robin Fack, die viel zu sehr um die Sicherheit ihrer Passagiere besorgt ist, schaut aus dem Fenster und sieht plötzlich die Baumkronen. Sie hat nur noch ein paar Sekunden bis zum Aufprall, um sich in ihrem Klappsitz anzuschnallen. Kauerhaltung. Alle Köpfe unten halten. Halten Sie sich fest, das wird eine harte Landung. Der Flughafen ist nur 6 Kilometer entfernt, aber zu weit für das kaputte Flugzeug. Die Piloten müssen eine Bruchlandung auf einem Feld versuchen. Helfen Sie mir, es zu halten. Helfen Sie mir, es zu halten. Das Höhenwarnsystem des Flugzeugs warnt die Piloten, dass sie zu nah am Boden fliegen, ohne ihr Fahrwerk ausgefahren zu haben. Helfen Sie mir, das Flugzeug zu landen. Die Piloten werden versuchen, das Flugzeug auf dem Bauch zu landen. Helfen Sie mir, es zu halten. Amy, ich liebe dich. Dies sind die letzten Worte auf dem Voice Recorder. Das Flugzeug fliegt mit 220 km pro Stunde und es sind nur noch Sekunden bis zum Aufprall. Das Flugzeug war in einem kleinen Feld in Burwell gelandet, einem kleinen verschlafenen Bauerndorf in der Nähe von Carrollton, Georgia, wo nie etwas Herausragendes passiert. Viele Nachbarn sahen, wie das Flugzeug abstürzte. Bill Jeters und seine Frau wohnten in diesem Haus am Ende des Feldes, das direkt an den Weg des Flugzeugs grenzte. Meine Frau saß am Küchentisch und las. Sie sagte, Bill, wir müssen zusehen, dass wir hier rauskommen, weil das Flugzeug das Haus treffen wird. Und ungefähr in dem Moment hielt es an. Ich sagte, ruf den Notruf an und ich schau mal, ob ich am Flugzeug helfen kann. Notruf? Ja, wir haben gesehen, wie ein Flugzeug auf unserem Grundstück abstürzt. Ein Flugzeugabsturz? Ja, und es gibt Verletzte da draußen. 8 Minuten waren vergangen, seit der Co-Pilot Ramadan den Notfall erklärt und beim Atlanta Center Rettungswagen angefordert hatte. Aber der Fluglotse hatte die Nachricht nicht weitergeleitet. Jetzt konnten Minuten über Leben und Tod entscheiden. Die örtliche Notfallstelle hatte zwar schnell geantwortet, aber sie waren immer noch viele Kilometer entfernt. Fast eine Minute nach dem Aufprall herrscht eine unheimliche Stille. Der Rumpf des Flugzeuges ist in 2 Teile zerbrochen. Kann das jemand überlebt haben? Als sich der Staub legt, sind wie durch ein Wunder alle 29 Menschen an Bord noch am Leben. Nur wenige sind durch den Aufprall schwer verletzt. Es war eine solch unglaubliche Situation, nur weil ich konnte einfach nicht glauben, dass ich noch am Leben war. Und ich konnte nicht glauben, dass ich etwas sah, das wirklich passiert war. Aber ein neues Unglück bahnt sich an. Aus den zerstörten Flügeltanks tropft der Treibstoff auf den Boden.
Ich kann mich nur noch an das Geräusch erinnern, als wir die Bäume berührten. Und dann kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr an den Aufprall erinnern. Captain Ed Gannaway schlug durch den Aufprall mit dem Kopf auf und wurde bewusstlos. Als Co-Pilot Matt Warmerdam das Bewusstsein wiedererlangt, erkennt er, dass sie festsitzen. Die Cockpit-Tür ist verklemmt und langsam strömt Rauch hinein. Er greift nach der Axt für den Notausstieg. Das Cockpit-Fenster ist der einzige Weg nach draußen. Mein nächster Gedanke war, jetzt gehen wir gleich in die Luft. Du musst raus hier. Es brannte, genau am Ausgang. Also sprang ich einfach hinüber. Ich ging auf den Ausgang zu und stieg aus dem Flugzeug und lief los. Die Funken entzünden die Dämpfe des Treibstoffs und lösen ein loderndes Feuer aus. Innerhalb von Sekunden breitet sich das Feuer auf den Rumpf aus. Im hinteren Teil des Flugzeuges sind die Passagiere nun von den Flammen eingeschlossen. Sie können die Schreie vom Feld draußen hören, wo einige Passagiere schon an furchtbaren Verbrennungen leiden. Sie müssen durch das Feuer rennen, um zu fliehen. Sie dürfen nicht drinbleiben. Sie müssen das Beste hoffen. Ich drehte mich um und sah das Flugzeug. Ich sah, dass die Öffnung, durch die ich gekommen war, vollkommen von Flammen umgeben war. Und dass all die Leute, die aus dem Flugzeug kamen, brannten. Einige von ihnen rollten sich im Gras hin und her, um das Feuer zu löschen. Aber manchmal wurde es dadurch noch schlimmer, denn der ausgelaufene Treibstoff entfachte das Feuer noch stärker. Die ganze Situation wurde immer schrecklicher, weil man plötzlich Leute sah, deren Kleidung verbrannt war. Man konnte Menschen sehen mit roter Haut, die offensichtlich verbrannt war. Man konnte sogar einige Leute sehen, bei denen das Fleisch praktisch von ihren Körpern und Gesichtern tropfte. Es war einfach eine schreckliche Situation, die immer noch schlimmer wurde. Matt Warmerdam, dessen rechte Schulter ausgerenkt ist, schlägt mit seinem linken Arm die Axt auf das Fenster. Die Kleidung der Person brannte und sie lag auf dem Boden. Ich glaube, es war eine Frau. Sie lag auf dem Boden und Robin sagte zu mir, sie sagte, ziehen Sie Ihr Shirt aus, ziehen Sie Ihre Hose aus, versuchen Sie, das Feuer zu löschen. Und ich tat es. Ich sah, wie ein Mann auf dem Boden kroch. Er stand vollkommen in Flammen. Der größte Teil seiner Kleidung war abgerissen. Ob das bei dem Absturz passierte oder er sie sich selbst vom Leib gerissen hatte, das weiß ich nicht. Ich half ihm vom Flugzeug wegzukommen und brachte ihn in das Haus meines Schwagers. Und alles, was er anhatte, waren seine Shorts und seine Haut war... Nun, da ich selbst behindert bin, wusste ich, dass ich nicht viel für sie tun konnte. Ich schaute und dachte, das wird diese Menschen, die in dem Flugzeug waren, erleben gerade die allerletzten Sekunden eines normalen Lebens. Das Glas im Flugzeug ist viel dicker als das Glas einer Auto-Windschutzscheibe zum Beispiel. Es besteht aus verschiedenen Schichten, die zusammengeschmolzen werden, damit sie zu einer sehr, sehr widerstandsfähigen Oberfläche werden. Und ich konnte mit jedem Schlag immer nur ein kleines Stück Glas abschlagen. Ich brauche Hilfe! Ich fühlte mich in der Tat irgendwie alleine dort. Ich schaute mich um nach links und nach rechts und es war niemand in der Nähe.
Obwohl der Passagier David McCorkle glaubt, dass das Flugzeug jede Sekunde in die Luft gehen kann, eilt er Matt Warmadam zu Hilfe. Können Sie mir helfen? Ich habe hier drin nicht genug Platz, um auszuholen. Schlagen Sie hier hin. Wohin soll ich schlagen? Warten Sie eine Sekunde, warten Sie. Ich muss etwas Luft schnappen. Der Sauerstoffzylinder in der Wand hinter dem Sitz des Co-Piloten hat ein Loch. Dadurch wird das Feuer im Cockpit noch stärker. Okay. Okay. Go ahead, go ahead. Los, los. Okay. Warten Sie eine Sekunde, ich will sehen, ob ich durchpasse. Wir müssen Sie hier rausholen. Hören Sie auf, mich zu ziehen. Nein, nein, es ist zu eng. Machen Sie weiter. Jetzt sind alle örtlichen Rettungskräfte verständigt. Feuerwehrleute, Polizei, Sanitäter. Alle eilen zur Absturzstelle. Wird die Feuerwehr noch rechtzeitig eintreffen, um Matt Warmadam zu retten, ehe das Cockpit in Flammen aufgeht? David McCorkle kann langsam nicht mehr gegen das dicke Glas schlagen. Plötzlich schlägt ihm eine Hitzewelle entgegen. Er weicht zurück, hat Angst um sein Leben. Sie werden mich doch nicht sterben lassen, oder? Er hat Kinder und er muss auch an sie denken. Wie kann er sein Leben opfern für einen Mann, den er nicht kennt? Jetzt, entschlossener denn je, schlägt er stärker und schneller zu. Dann bricht plötzlich der instabile Kopf der Axt ab. So ein Mist. Es wird heiß hier drin, holen Sie mich raus. Der Polizist Guy Pope ist der erste Retter am brennenden Flugzeug. Als ich den Anruf erhielt, war ich ungefähr 5 Kilometer entfernt und schon auf halbem Wege konnte ich den Rauch sehen. Sehr starker Rauch. Ich stieg aus dem Auto und rannte auf das Flugzeug zu. Und als ich um die Nase des Flugzeugs ging, gab mir ein Passagier ein Beil und sagte, der Pilot sei noch drinnen. Und ich nahm das Beil und versuchte, ein noch größeres Loch zu schlagen. Wegen des Feuers kam ich nicht hinter das Cockpit. Es brannte immer noch sehr stark und eine Sauerstoffflasche heizte das Feuer noch mehr an. Und das ist halt eines dieser Dinge. Man sieht, wie ein Mensch brennt. Das vergisst man nie mehr. Hierbei handelt es sich um echtes Filmmaterial, das aus einem Polizeiwagen der Georgia State Patrol aufgenommen wurde, als die Rettungskräfte am Unglücksort eintrafen. Zu diesem Zeitpunkt sind alle Passagiere aus beiden Teilen des zerbrochenen Rumpfes entkommen. Nur die Piloten Ed Gannaway und Matt Warmadam sind noch in ihrem Cockpit gefangen. Zuerst musste ich den hinteren Teil des Cockpits herausreißen. Er hatte gebrannt und da war keine Tür mehr oder sowas Ähnliches. Also konnte ich es mit meinen Händen herausreißen. Als ich ihn hinauszog, schaute er auf und sagte, sagen Sie meiner Frau Amy, dass ich sie liebe. Und ich sagte, nein, Sir, das sagen Sie ihr, weil ich sie hier herausholen werde. Ich war mit ihm im Krankenwagen und ich dachte, dass er vielleicht nicht durchkommt. Ich nahm sein Namensschild und machte es an seiner Unterwäsche fest. Das war das Einzige, das ich ihm angelassen hatte. Und ich versuchte ihn zu beruhigen, weil ich dachte, wenn er stirbt, dann würde man wenigstens wissen, wer er war. Matt bekam erstaunlicherweise alles mit, was um ihn geschah, und er sagte mir immer wieder, dass alles wieder gut werden würde. Er tröstete mich, denn in dem Moment weinte ich. Matthew nahm wirklich seine verbrannte Hand und wischte mir eine Träne fort. Captain Gannaway wurde tot im Cockpit gefunden. Beim Aufprall schlug er mit dem Kopf auf und kam nicht mehr zu sich. Er starb an seinen Verbrennungen und an Rauchvergiftung. Die Überlebenden des Absturzes, einige mit Knochenbrüchen und andere mit zum Teil schweren Verbrennungen von bis zu 92%, werden in verschiedene Krankenhäuser in Georgia gebracht. 13 Passagiere wurden in das nur 15 Minuten entfernte Tanner Hospital nach Carrollton gebracht. Dort galt sofort der Code Black, was bedeutete, dass jeder half. Dr. Bobby Mitchell wurde nach seiner Nachtschicht geweckt. Er sollte sich um 4 Überlebende, einschließlich der Flugbegleiterin Robin Fack, kümmern. Als ich ins Krankenhaus kam, waren bereits einige Überlebende des Flugzeugabsturzes ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Geruch war zunächst eine Welle von Kerosin, die einem entgegenkam, als ich die Tür öffnete. Und dann war er gemischt mit einem beißenden, schrecklichen Geruch von verbranntem Fleisch. Wenn ein Patient an schlimmen Verbrennungen leidet,
ist die Haut verletzt und die Haut ist ein wichtiger Teil des Immunsystems. Und bei Personen, die schlimm verbrannt sind, da ist dieser erste Schutz verloren und Infektionen, ansteckende Keime, die den Körper angreifen können, gelangen so viel leichter hinein und das Immunsystem kann so etwas kaum verkraften. Selbst wenn sie ein paar Wochen überleben können, dann ist es nicht ungewöhnlich, wenn sie später an einem anderen Organversagen sterben. Das passierte vielen von denen, die im Flug 529 waren. Weder davor noch seitdem habe ich so viel körperliche Zerstörung und emotionale Aufruhr erlebt. So viel Leid und Schrecken und Trauer. Alles an einem Ort, zur gleichen Zeit. Wie an diesem Tag in diesem kleinen Provinzkrankenhaus. Nach einem langen Tag der Behandlung dieser schrecklich verbrannten Passagiere und nachdem er gesehen hat, wie viel Mut einige von ihnen bewiesen haben, wurde Dr. Mitchell gebeten, bei der Autopsie von Captain Ed Genoway zu assistieren. Ich schaute auf ihn hinab und legte meine Hand über ihn. Und ich sagte zu allen, ich hoffe, dass sein Geist, wo immer er auch sein mag, weiß, welch gute Arbeit er geleistet hat. Und ich sagte einfach, Sie sind der Held. Ich hoffe, das wissen Sie, Captain Galloway. Der Nationale Ausschuss für Transportsicherheit, NTSB, ist für die Untersuchung von Flugzeugunglücken verantwortlich. Der Bereitschaftsdienst ist 24 Stunden im Einsatz, um zu jeder größeren Unglücksstelle zu fliegen. Der NTSB wurde in mehrere Untergruppen aufgeteilt, die gleichzeitig arbeiteten, und jede Gruppe untersuchte ein spezielles Teil des Flugzeugs. Gordon Jim Hookey, ein Luftfahrtingenieur, leitete die Gruppe zur Untersuchung des Propellers. Wir gingen raus zur Absturzstelle und schauten uns ganz normal um, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo alle Teile liegen. Wir stießen auf den Propeller, der fehlte. Und unten im Dreck konnten wir die verräterischen Spuren, die Bruchstellen sehen. Rund um die Bruchstellen sah man, dass es eventuell ein Ermüdungsbruch gewesen sein könnte. In den letzten 10 Minuten des Fluges 529 ahnte niemand an Bord des Flugzeugs, dass der Triebwerksausfall durch den Bruch eines Propellerblattes verursacht worden war. Hookey war zu Recht besorgt. 4 Jahre zuvor war eine andere ASA Brasilia im Sturzflug heruntergegangen und in den Wäldern von Georgia abgestürzt. Dabei wurden alle 23 Personen an Bord getötet, unter ihnen auch der ehemalige US-Senator John Tower aus Texas und der Astronaut Manly Sonny Carter. Die Untersuchungen des NTSB ergaben, dass der Absturz auf eine Fehlkonstruktion der Propellersteuerung zurückzuführen war, und sie machten den Hersteller Hamilton Stander dafür verantwortlich. Dann im März 1994 brachen auf 2 verschiedenen Verkehrsflügen an der gleichen Stelle die Propellerblätter, einmal über Kanada und einmal über Brasilien. In beiden Fällen konnte das Flugzeug sicher landen. Diese Unfälle wiesen auf ernsthafte Probleme bei Hamilton Standard Propellern hin und sie brachten das Unternehmen in eine schwere Krise. Die Regierung forderte die Airlines auf, an allen 15.000 in Betrieb befindlichen Propellerblättern eine Inspektion vornehmen zu lassen. Die Ermittler fanden heraus, dass der gebrochene Propeller vermutlich die Ursache für den Absturz war und er wurde an Hamilton Standard zur Untersuchung zurückgeschickt. Als die ASA-Mechaniker den Propeller von der Narbe nahmen und ihn umdrehten, notierten wir uns die Seriennummer, sodass wir uns beim Protokoll immer wieder auf diesen bestimmten Propeller beziehen konnten. Der Ermittler Jim Hookey nahm den Stumpf des abgebrochenen Blattes mit zum Flughafen nach Atlanta. Von dort wurde es ins NTSB-Labor nach Washington D.C. geschickt. Das Propellerblatt mit der Nummer 861398 wurde bis zum nächsten Morgen unter einem Scannermikroskop untersucht. Die Ermittler fanden verräterische Spuren von Chlor, einer ätzenden Substanz, die dafür bekannt ist, dass sie sich bis ins Innere des Propellerblattes frisst. Nun lautet also die Frage, woher kam das Chlor? In den beiden vorhergegangenen Fällen von Propellerversagen war das Problem auch auf die Korrosion durch Chlor im Inneren des Blattes zurückgeführt worden. Das Blatt des Fluges 529 war auch 33,5 cm von der Narbe entfernt abgebrochen, so ähnlich wie bei den anderen beiden Fällen von Propellerversagen. Unter dem Mikroskop sahen die NTSB-Wissenschaftler, dass 2 Risse entlang der inneren Wand des Blattes sich zu einem Riss gebildet hatten. Der war immer größer geworden, bis er rund um das Blatt reichte, welches dann unter normaler Belastung abbrach. Aber die NTSB-Wissenschaftler bemerkten noch etwas anderes. Auf der inneren Oberfläche, ungefähr 4 cm von der Bruchstelle entfernt,
waren Schleifspuren zu sehen. Hookie machte sich auf den Weg zu Hamilton Standard. Er wollte die Wartungsberichte für die Propeller auftreiben. Was war mit dem Blatt gemacht worden, als es zurückgenommen wurde? In der Fabrik untersuchte Hookie die Wartungsberichte für die Blätter. Er schrieb sich die Initialen des Technikers auf, der die Wartung durchgeführt hatte. CSB, Christopher Scott Bender, ein junger Techniker, der bei Hamilton Standard in der Reparatur tätig war. Christopher Bender hatte die Nachrichten über den Unfall im Fernsehen gesehen, wusste aber nicht, dass er in den Unfall verwickelt war. Ich sah den Hamilton Standard Propeller an der Maschine und ich dachte, ich hoffe, es war kein Propellerversagen. Das hatte ich so im Hinterkopf. Und an dem Morgen sagten sie, der NTSB ist vor Ort und die FAA führt Ermittlungen durch. Und sie haben auch einige andere Ingenieure gerufen, die dorthin kommen sollen. Es könnte sich um ein Propellerversagen handeln. Und als ich das hörte, wurde mir ganz schwer ums Herz. Ich dachte, vielleicht habe ich auch ein bisschen geweint, weil man emotional so überwältigt ist, weil etwas, woran ich gearbeitet hatte, eine Aufgabe, die mir jemand anvertraut hatte, nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurde. Und deswegen musste jemand sterben. Nachdem der Techniker gefunden wurde, der zuletzt an dem Propellerblatt gearbeitet hatte, das den Absturz der ASA 529 verursacht hatte, musste der NTSB nun herausfinden, warum das Blatt die Inspektion bestanden hatte. Propellerblätter sind hohl. Im Inneren werden Gewichte angebracht, um den Propeller auszubalancieren. Sie werden von einem Korken dort festgehalten, der mit Chlor vollgesogen ist. Das Chlor hatte die Korrosion auch bei den beiden vorhergegangenen Unfällen verursacht. Bei diesem Blatt aber konnte Bender keine Spuren von Korrosion feststellen. Dann tat er, was er tun sollte, die Innenseite des Blattes polieren. Der Unfallreport, den wir Ihnen heute präsentieren, betrifft Atlantic Southeast Airlines Flug 529. Der NTSB fand heraus, dass durch das Polieren des Blattes Hamilton Standard alle Spuren des Risses unabsichtlich entfernt hat. Und eine spätere gründliche Ultraschalluntersuchung konnte diese Spuren nicht mehr finden. Der NTSB bat das Management von Hamilton Standard, mehr Verantwortung für den Unfall zu übernehmen. Im Abschlussbericht steht, der Bruch wurde durch einen Ermüdungsriss aufgrund von mehrfachen Korrosionslöchern verursacht, die bei Hamilton Standard nicht entdeckt wurden, aufgrund unzureichender Inspektion, Schulung, Dokumentation, Kommunikation und Reparaturtechniken. Aber der Ausschuss konnte nur wenig Auskunft darüber geben, was all diese Toten verursacht hatte: das Feuer. Das Rätsel lautet: Wie kann Treibstoff im Motor brennen, sich aber nicht entzünden, wenn es verschüttet wird? Eine Möglichkeit, die Schwere von Bränden nach dem Absturz zu verringern, wäre, einen weniger entzündlichen Treibstoff zu verwenden. 1984 beschlossen die Bundesluftfahrtbehörde FAA und die NASA, einen neuen sicheren Treibstoff zu testen, indem sie einen Unfall nachstellten, bei dem das Flugzeug ferngesteuert wurde. Leider war dies kein großer Erfolg. Die US Navy benutzte schon seit den 50er Jahren eine sichere Form von Treibstoff mit dem Namen JP5. In der zivilen Luftfahrt wird diese jedoch nicht verwendet. Der Hauptgrund, warum man im zivilen Sektor der Verkehrsluftfahrt noch nicht zu einem weniger entzündlichen Treibstoff übergegangen ist, ist eine Frage der Verfügbarkeit, der Verteilung und der Kosten. Es ist teurer, JP5 herzustellen. Es dreht sich alles ums Geld. Was wird es kosten, ein System zu entwickeln? Was wird es kosten, dieses System einzusetzen? Welche Auswirkungen hat es für die Sicherheit des Flugzeuges und wer bezahlt es? Ich persönlich würde lieber, wenn ich an meine Sicherheit denke, $2 mehr für mein Ticket bezahlen und dafür diese Sicherheit haben. Bis man eine Lösung dafür gefunden hat, wird es wohl noch mehr Geschichten geben, wie die vom Flug ASA 529. Beim Aufprall waren alle an Bord noch am Leben, aber das darauffolgende Feuer wurde ihnen zum Verhängnis. Die Genesung war für die Opfer des Feuers ein sehr langsamer, schmerzhafter und qualvoller Prozess. Bei dem Co-Piloten Matt Warmerdam waren 42% seines Körpers verbrannt. Andere Überlebende hatten Verbrennungen von 92% erlitten. Die Behandlung umfasste tägliche Bäder und das Entfernen der abgestorbenen Haut von den Brandwunden. In den folgenden Jahren erwartete die Patienten Hauttransplantationen, das Tragen von Druckanzügen rund um die Uhr, die das Vernarben reduzieren sollten, chronischer Juckreiz und Entzündungen sowie tägliche Physiotherapie. Um mit dem Trauma des Absturzes abschließen zu können, bauten die Anwohner hinter der Shiloh United Methodist Church ein Denkmal für die Opfer des Fluges 529.
ganz in der Nähe der Unglücksstelle in Burwell. Ich wünschte, das alles wäre nie passiert. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen, das reparieren und mich darum kümmern, damit es gar nicht erst passiert. Ich weiß nicht, ob Sie an Gott glauben oder nicht, aber ich bete für Sie, dass Gott Sie über den Schmerz hinwegtröstet, den Sie in Ihrem Leben durchlitten haben. Für die Firma, die den Propeller von Flug 529 hergestellt hatte, hat sich viel verändert. Unter dem neuen Namen Hamilton Sundstrand gehört sie heute zu der großen Gruppe der United Technologies Aerospace and Defense. Flug 529 war der letzte, bei dem ein Propeller während des Fluges versagte. Der Inspektions- und Reparaturprozess wurde verschärft und in einigen Fällen überschreitet er sogar die Vorschriften der FAA. Seit dem Versagen der drei Blattpropeller gab es nie wieder ähnliche Vorkommnisse. Von den 29 Menschen an Bord des ASA-Fluges 529 kamen nur 8 mit leichten Verletzungen davon. Von den 21 Verbliebenen, die schwere Verletzungen und Verbrennungen erlitten hatten, starben letztendlich 10. Die Flugbegleiterin Robin Feck wollte für diese Dokumentation kein Interview geben. Da sie immer noch an den Schmerzen und Qualen dieses schrecklichen Tages leidet, hat sie nie wieder als Flugbegleiterin gearbeitet. Das Beste, was ich je für mich tun konnte, war der Tag vor 2 Jahren, als ich meine Ausbildung beendete und mich wieder an das Steuer eines ASA-Flugzeuges setzte und wieder flog. Ich habe einfach stur meinen Traum weiterverfolgt. Und wo ich heute wieder fliege, ist es eine Freude. Es ist das, was ich mache, was ich liebe. Es ist das, was ich immer in meinem Leben machen wollte, und ich tue es wieder.